Achso, ja, das ist wahr. Moment, wo geht's hin? Darüber? Huch! Hilfe! Auf nach da drüben! Mal schauen, was da drüben noch ist. Da unten ist eine feindliche Gruppe. Möge das diesjährige Fest von San Giovanni unserer großen Stadt. Ja. Geschafft, auf jeden Fall. Exception. Ich muss hingehen. Sofort. Adios. Der Verhandlung beiwohnen. Was war denn das jetzt? Ich soll eine Verhandlung beobachten. Oh. Mein Vater. Giovanni Auditore! Das ist mein Vater, das ist mein Bruder, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Boah, die müssen sich genau werden. Alter, die haben den Kleinen gelingt. Ja, klar. Aber töte ihn. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Lachu, da ist er. Loslaufen? Ich soll doch loslaufen. Naja. Du kannst ja aus dem Menü irgendwie raus. Drück mal die Spritztaste ein. Tschüss! Was? Hab ich verfolgt. Das war's. Tschüss, mit Ben. Renn! Der kommt hier hoch. Der kommt hier nirgends hoch. Nee, mit dem glaube ich, was am falsch ist. Ich drück doch selber, wie ich immer auf den Sachen. Hä, Alter, ich... Alter, ihr... Wollt mich doch verarschen. Ich will dir gern durch, ich will dir nicht angucken. Was ist das denn bitte gerade? So rennst du nicht so, du schubst dich gerade alle. Ja, genau, das ist der normale. Der muss ja irgendwie kämpfen. Ja, ja. Ah! Ich hab doch gesagt. Eigentlich gibt's ja. Ich weiß. Ja. Rot leuchtende Typen. Ich hab jetzt mindestens... eine, zwei, drei, vier Aufgaben nicht getroffen. Das ist der so verarscht. Wahrscheinlich nicht mehr. Okay, wo muss ich überhaupt hin? Achso, ich muss einfach nur nicht reinkommen. Verstehe. Der letzte, der noch steht. Klasse. Mein Vater wurde umgebracht, der andere Typ, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wer das war, aber den habe ich auch schon mal gesehen. Und mein kleiner 12, 14-jähriger Bruder. Das ist die Mission beendet. Na, stattlich. Wow. Ah, ist das der Typ? Ja, yeah. Ich glaube, ich richtig AC3 zu Let's Play. Veröffentlichen. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Leuchtendes Augensymbol? Da müssen wir noch mal gucken hier. Dann sammelt die Augen ein. Die in rauer Masse hier auch zu finden sind. Ja. Ja, genauso wie die in... Was ist denn das da? Eine Schnellreisestation. Und ansonsten habe ich hier alles schon erledigt. Gut, dann gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Ich wollte gerade was erzählen, ja.
Dann erzähle doch. Gut, genauso wie die bei uns in der Schule im Biokurs, die haben Schweinsaugen auseinandergenommen. Servetio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Ja, der Wobei ist wurde gerade schon wieder angerufen. Was Anetta. Geburtsjahr 1457, Beruf Bedienstete. Anetta, die Dienstmagd der Familie Audiotore, verrichtete eine der wenigen ansteckenden Arbeiten, die eine Frau der Unterschicht in der Renaissance gestattet war. Reiche Familien hatten selten mehr als ein oder zwei Bedienstete. Meistens waren es junge Menschen, manchmal sogar Kinder. Viele hofften, dass ihre Herren ihre Ansehen steigern würden, doch das Personal wechselte gewöhnlich schnell. Im Grunde genommen ist über Anettas Leben nur wenig bekannt. Sie segnete das Zeitliche, ohne Spuren hinterlassen zu haben. Wie, sie segnete das Zeitliche? Sagt euch etwas, Freund. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben hier gerade ein kleines Problem. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Es gab ein kleines Problem. Wir sind mittlerweile... Wollen wir wissen, wer hinten war? Da ist ein Aufstand. Wir sind mittlerweile einmal durch ein Globe der West gelatscht. Weil wir ein kleines Problem hatten. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Sag mal, wer betrügt mir bitte noch irgendjemand? Unsere Schwester wurde betrogen. Jetzt wird hier irgendeine Fremde betrogen, die ich nicht kenne. Also hilfst du trotzdem? Naja, ich habe was zum Kloppen. Aggressionen auslassen. Ist das nicht hast du schön gemacht, Alter. Wirklich. Ich bin begeistert von deinem Können. Jetzt. Ah stimmt, das ist ja Ezio jetzt. Naja, ich komm mal. Schatzruhen. Die Schatzruhen finde ich ja wirklich eine richtig geile Implementierung, ja. Freue ich mich total drauf. 100? Das sage ich jetzt nicht. Was ist das Problem? Was? 100? Ich wollte jetzt noch, ich wollte statt Florenz was anderes sagen. Aber. Du kennst mich, du bist genauso perversig. Was ist denn dieses? Warum ist meine... Warum ist meine Assassin's Creed Zeichen jetzt rot? Oder ist ja Assassinenzeichen da oben in der Ecke. Weißt du das? Ich überlege immer noch, was du mit Elfen machen könntest. Das sag ich nachher. Nee, ich kann mir gerade selber was drunter vorstellen. Okay. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir jemanden... Ich verstehe. Moment. Den betrügenden Ehemann verbunden. Nicht so schnell, Ochse! Hallöchen, mein Guter! Was hast du denn hier schon wieder getan? Da ist eine Truhe. Donato, sie gewinnt! Ich gebe auf! Diese Schlampe! Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib! Ja, alles klar. Ich gehe heim! Ja, das klang jetzt total überzeugend am besten! Jetzt geht er nach Hause und verprügelt sie. Oder ich gehe hinterher. Anetta am Haus ihrer Schwester treffen. Oder ich gehe zu Anetta. Moment, hier war doch gerade eine Kiste, aber die habe ich schon geöffnet, gell? Ja, gerade eben. Die? Ne, die habe ich nicht gerade eben geöffnet. Aber die war schon, die habe ich in der früheren Mission schon geöffnet. Moment, wo muss ich lang? Moment, da hoch. Rüber. Seite. Hoch. Ich finde die Grafik, die Kamera schwenkt ein bisschen heftig, kann das sein? Das Spiel hackt gerade, merke ich. Es hackt? Leicht. Das kann wegen Fraps sein, wir haben mittlerweile... Soll ich die Grafik vielleicht ein Stück runtersetzen? Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Der PC verkraftet das ja. Ja, das Spiel schon, aber wenn ich mit Fraps aufnehme, verkraftet mein Spiel das allgemein nicht. Das müssen wir halt bei solchen Spielen, die ich mit Fraps aufnehme, ups, Moment, leider verkraften, dass es ein ganz klein wenig ruckelt, ab und zu. Also jetzt gerade eben läuft es ja flüssig, oder? Ja, doch. Ich habe da nicht so ein Auge für, leider. Minecraft. Nee, Minecraft sagt man überhaupt, also selten. Nur wenn es regnet.
Ja, das war echt heftig, ey. Oh shit. Aber das geht jetzt gerade, ja. Ich hatte einmal nicht sein Auge dafür, ob es gerade ruckelt oder nicht. Also, ich krieg das halt nur mit, wenn es wirklich ruckelt. Das ganze Spiel stehen bleibt. Ah. Mir wurde zum Beispiel auch gesagt, dass mein Mafia-Let's Play extrem ruckeln soll. Das ehemalige. Gut, das wurde mir sehr anmaßend gesagt. Also den Typen habe ich dann gleich geblockt. Also ich wiederhole jetzt nicht, was er gesagt hat. Das habe ich schon mehrmals gesagt, weil im Let's Play wird er solche Wörter nicht benutzen. Wie zum Beispiel Beep und Beep. Naja, derjenige hat auf jeden Fall... War das nochmal? Nee, Moment, das will ich nochmal sehen jetzt. Mach's doch mal. Wow! Wow! Ich habe auch noch viel Lust, so Dach zu Dach springen. Hast du nicht irgendeine... Aua! Assassin Creed Teil? Ja, den ersten. Naja, kannst du zocken, heute Abend. Hast du eh nichts zu tun? Bist du eh nur Gymnasiast? Du müsstest eigentlich lang, täglich 20 Seiten... Und Wikipedia lernen. Drei Wikipedia-Seiten am Tag. Ohne zu wissen, macht mein Gehirn stark. Uiuiui. Ja, aber ich denke mal, ich finde das Spiel richtig cool. Im Gegensatz zum ersten Teil haben sie sich auf jeden Fall schon ordentlich hier was zugute kommen lassen. Ne? Ein bisschen. Total unbeeindruckt. Ein bisschen. Bin ich hier richtig oder? Ja. Du musst nur zum Ausrufezeichen rennen. Ja, ich will aber schnell hier, wenn ich einmal hier bin, den Turm erkunden, oder? Ist ja da ganz Intelligenz. Intelligenz? Naja, die Intelligenz von mal... Oh, ich will so einen Falke haben. Kann man die nicht irgendwie interessieren, dass man so einen auf dem Arm dann hat? Ist doch cool. Oh. Bam, bam, bam. Jetzt bricht der Balken durch. Ne, ich will da nicht lang, ich will eigentlich hier lang, deswegen können wir eigentlich gleich hier rum. Ja, springen. Überlebt er das? Sicher, ja. Moment, du hast nur zwei solche Quadrate. Wie zwei solche Quadrate? Dein Leben. Wo gehst du denn? Eigentlich wollte ich da aufs Dach springen, aber das hat nicht ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen dachte ich, Du musst ja aufs Dach, oder was? Nee, du musst vor die Tür. Nee, nicht der. Ach da, das ist die kleine. Muss ich die öffnen? Dann klappt. Hallöchen! Oh, Bordell. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Die Musik ist gerade da. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Das ist es, vertrau ihr. Meine Schwester ist ein Beep. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine Messer hohe Ezio. Meinung von euch. Ich ahne warum. Er hat ein echtes Messer. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, danke, Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Das kann nicht. Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Lass der Brüste wachsen. Warum? Dann beeindruckst du alle mit deinen Brüsten. Wenn er so eine männliche Transe mit Brüsten durch die Stadt läuft, es ist wirklich sehr beeindruckend. Da sind Männer und Frauen angetan dafür. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Ja, da eins mit den Frauen.